Guten Abend und ein herzliches Willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFT Brokers. Mein Name ist Stefan Friedrichowski. Ihr wisst, der Mann mit dem komplizierten Nachnamen. Also geht gerne direkt zum Stefan über, egal wo und wie ihr mich hier anredet. Überhaupt gar kein Problem. Heute, der 13. Juni 2018, 19 Uhr. Also alles ganz gewohnt. Das Einzige, was heute wirklich anders ist, ist das Thema. Wenn man mal genau guckt und die ganzen Webinare von mir durchgeht, heute geht es um Aktien. Aktien hatten wir noch gar nicht. Eigentlich irgendwie sträflich. Wir machen meistens Sachen mit Forex, wir gucken auf Indizes, wir gucken auf Gold, Öl. Ja, aber Aktien, nee, war bisher noch sozusagen tabu. Hat aber auch irgendwo einen kleinen Hintergrund. Gut, dass ich nachher irgendwann sagen werde, hey, man kann jetzt echt Aktien traden bei JFD. Klar, der Satz fällt sowieso. Und das ist in dem Fall auch wichtig. Insbesondere, weil wir wirklich über echtes Aktientraden reden werden und nicht über CFDs. Und CFDs und Aktientraden ist nicht so mein Favorit. Ich sage auch gerne, warum ich da generell nicht so ganz von begeistert immer bin. Es liegt insbesondere daran, weil in aller Regel die Kostenstruktur nicht ganz passt. Also die Gebühren sind relativ zum Preis und dem, was man damit erzielen kann, einfach zu hoch. Aber jetzt sieht es natürlich anders aus. Wenn wir, und so heißt nun mal die Zahlen, nachher für einen Roundturn mit Aktien gerade mal $2 zahlen, dann ist das relativ unschlagbar, zumindest soweit ich das noch im Blick habe, auch von meinen früheren Aktivitäten, als ich wirklich noch Aktien getradet habe, aber da dann einfach bei meiner Hausbank. Das ist ein wirklicher Kampfpreis, der ist richtig gut. Und daher lohnt es sich natürlich auch mal wieder in das Thema hier reinzugehen, nämlich halt Aktien zu traden und Aktien long traden only, weil wir wollen echt die Aktien traden, nicht über ein Hebelprodukt, nicht über irgendein anderes wie geartetes Derivat, nein, wirkliche Aktien. Und darum soll es natürlich gehen. Also von daher tatsächlich mal ein bisschen Premiere. Willkommen will ich natürlich auch nochmal sagen im Namen von JFD, der genau diese ganze Webinare hier uns ermöglichen. Und ansonsten, ihr wisst, da steht schon mal die E-Mail-Adresse, nachher geht es wieder um Excel-Sheets. Das Tolle ist nämlich, gerade das Aktientraden kann man sehr einfach in einem Excel-Sheet, einem sehr einfachen Excel-Sheet sogar darstellen und da dann sogar auch die Trading-Strategie optimieren. Also wirklich wunderbar geeignet, auch um hier selber nachher noch einiges zu machen. Ich stelle euch die Grundzüge vor. Also nicht das absolut fertige Kochrezept, aber ihr habt alles, um anschließend rauf und runter beliebige Aktien zu traden. Das kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen. Ansonsten, Webinar wird aufgezeichnet, wurde schon gerade gefragt, findet ihr morgen dann wieder auf dem JFD YouTube-Channel und Excel-Sheets wie gewohnt einfach E-Mail an mich. Und die Folien könnt ihr schon bereits runterladen aus dem GoTo-Webinar-Control-Panel. Wie immer, da wir über Traden reden, einmal der Risk-Disclaimer. Wenn es nachher bei euch selbst ums Traden geht, wie immer, eigenes Risiko, eigene Verantwortung, ist, glaube ich, auch sofort einleuchtend und auch klar. Aber gesagt werden soll es hier natürlich auf jeden Fall einmal. Was machen wir genauer heute? Ich will ein bisschen auch einführen, warum eigentlich Aktien generell was Gutes sind, um sie zu traden und ein paar auf grundlegende Vorteile auch eingehen im Vergleich zu den ganzen Forex-Trades und Indizes und sowas, was wir sonst hier so machen. Das soll auch mal ein bisschen Raum hier einnehmen, aber auch nicht besonders lange. Dann will ich auch noch mal allgemein darüber reden, was wahrscheinlich vielen von euch total vertraut ist. Also die nächsten zwei Punkte sind relativ vertraut für die meisten. Wie komme ich eigentlich zu der Auswahl von Aktien? Gibt es tausende von Kochrezepten, 3, 4, 5 Stück will ich hier auch noch mal erwähnen. Nachher, die Strategie, die wir hier besprechen, ist viel einfacher. Warum war alles nicht? Also diese Auswahl oder Aspekte, die sicherlich der ein oder andere mit sich rumträgt, brauchen wir nicht, sondern wir können hier wieder einen systematischen Trading-Ansatz entwickeln. Aber da es auch ohnehin nachher auch im Excel-Sheet auftaucht, bei Aktien zwar alles noch viel einfacher ist, als wenn wir irgendwie einen Trade auf einem Forex-Pair durchrechnen. Hier gehen wir noch ganz kurz drauf ein, Stop-Loss und Stückzahlberechnung, auch wenn es wirklich relativ einfach ist.
Der eine oder andere wird vielleicht da mal kurz weghören, weil er denkt, das weiß ich auch so. Aber gesagt werden soll es hier der Vollständigkeit halber. Dann gehen wir zur Strategie. Die Strategie ist einfach ein Pullback-Trading. Der Begriff wird vielleicht nicht jedem vertraut sein, ist also ein Rücksetzer. Pullbacks sind Rücksetzer und wir wollen Rücksetzer in dem Verlauf eines Aktienpreises als Einstiegschance nutzen. Und werden anschließend auch nochmal einen Filter verwenden. Aber das ist auch schon die ganze Strategie. Pullbacks traden und das auf Aktien. Und warum das so gut funktioniert, kommen wir schon ziemlich gleich drauf. Ich will da noch zwei Varianten vorstellen im Excel. Die eine noch mit einem Trendfilter, die andere geht sogar komplett ohne. Natürlich haben wir dann noch einen Freiheitsgrad weniger. Und ich mache einfach mal hier heute alles am Beispiel von Apple-Aktien, wobei das absolut willkürlich ist. Es lassen sich nahezu alle Aktien nach diesem Muster traden, wobei wie immer die Parameter nicht gleich sind. Warum auch? Parameter können gar nicht gleich sein. Jede Aktie hat ihre eigene Natur, ihre Welligkeit, ihre Zickigkeit, ihre Ausschläge. Der eine neigt eher zu langsamen, behäbigen Preisänderungen, der andere zu großen Ausschlägen. Und da geht es natürlich auch um das jeweilige Underlying, also die jeweilige Aktie. Und schließlich und endlich will ich zumindest mal hier vorstellen, ich habe das Ganze auch noch viel systematischer untersucht, nach allen sozusagen Regeln der Kunst mit dynamischer Walk-Forward-Methode und, will ich euch zumindest mal das Ergebnis auch vorstellen. Was nochmal ein bisschen auch untermauern soll, warum diese Grundstrategie, die ich nämlich da auch verwende, wirklich einfach und sehr erfolgreich ist. Jetzt hoffe ich nur noch, dass meine Stimme hier durchhält. Ich versuche, falls ich nochmal husten muss, vorher das Mikrofon auszuschalten, damit ihr mir nicht vom Stuhl fallt, weil ich weiß schon, dass das relativ laut bei euch rüberkommt. Was sind aber eigentlich die wirklichen Vorteile vom echten Aktienhandel? Aber insbesondere dem echten Aktienhandel, also keine CFDs. Wenn man echte Aktien tradet, dann handeln wir etwas mit einem intrinsischen Wert. Also in dem Fall ist es einfach der Anteil an einer Firma. Sobald ich einen Share, einen Anteil, eine Aktie von einer Firma kaufe, gehört mir ein Stückchen davon. Da mag man jetzt fragen, okay, was habe ich davon? Darum, das will ich gar nicht so genau beleuchten, sondern mir geht es mehr um die Frage, es ist etwas, es hat einen wirklichen Wert. Gewissermaßen, wenn ich mir vorstelle, mir gehört irgendein Bürostuhl in diesem Firmengebäude. Auch das ist jetzt nicht wirklich wichtig, aber es ist halt ein Wert. Es ist genauso, als wenn ich ein Stück Gold kaufe, jetzt nicht ein CFD auf Gold Long, sondern ein Stück Gold kaufe und wo auch immer hinpacke, Tresor oder sonst wo. Es hat einen inneren Wert. Und das ist schon mal gut, weil das ist was komplett anderes, als wenn wir hier einen CFD auf Short auf den DAX gehen. Das ist nun mal was anderes. Dann, wenn ich echte Aktien kaufe, habe ich auch die Möglichkeit und nicht nur die Möglichkeit, also ich bekomme Dividenden. Und das gilt auch nachher hier für den Handel bei JFD, wenn man die echten Aktien tradet und nicht die CFDs. Natürlich gibt es keine Garantie für Dividenden, sondern Dividenden erhält man natürlich nur, wenn die entsprechende Firma auch Dividenden auszahlt. Aber dann bekomme ich sie. Auch das kann bereits eine interessante Einnahmequelle sein. Und wenn es schon mal ein paar Prozent pro Jahr sind, naja, gerade noch immer im Zeitalter der Niedrigzinsen sind, wenn ich da schon mal 3, 4 Prozentchen kriege, auch schon mal was, die ich sonst nicht so leicht bei irgendeiner anderen Geldanlage kriege. Wer echte Aktien tradet und nicht über die CFDs oder andere Hebelprodukte geht, hat keine Finanzierungskosten. Also wir haben nicht diese Swap-Kosten. Dass, wenn ich den DAX Long trade, da zahle ich jede Nacht Finanzierungskosten. Die gehen mir jede Nacht von meinem Trade schon verloren. Die habe ich hier natürlich nicht. Umgekehrt habe ich natürlich auch keinen Hebel. Das heißt, wenn ich nachher 1.000 Euro in Aktien investiere, sind erstmal 1.000 Euro sozusagen von meinem Konto weg. Weil ich mache ja hier kein Geschäft mit geliehenem Geld. Anders als wenn wir die CFDs handeln, da leihen wir uns ja gewissermaßen Geld. Und über den Hebel handeln wir sogar noch viel größere Geldvolumina, als unser eigener Kontostand vielleicht überhaupt hergibt. Aber der gute Vorteil ist, wir haben keine Finanzierungskosten, also keine Swap-Kosten.
Der grundsätzliche, was heißt Nachteil? Ich will gar nicht wirklich Nachteil nennen, ist, wir können natürlich nicht short traden beim echten Aktienhandel. Und wer übrigens noch will, ich habe es jetzt mal nur in Klammern gesetzt, darf dann auch, wenn er im Besitz einer einzigen Aktie bereits ist, auch an den Hauptversammlungen teilnehmen. Es gibt Leute, die da auch noch ein zusätzliches Interesse daran haben. Ich kann von mir sagen, ich habe es noch nie gemacht. Aber der eigentlich stärkste, das stärkste Argument für Aktien ist, man hat, was ich immer so gerne ein Long Bias nennt. Sorry, die Pause war eine Hustenpause. Was meine ich mit diesem Wort Long Bias? Wir haben schon oft beim Traden über Wahrscheinlichkeitsvorteile geredet. Und wir wissen, dass wir in einem Wirtschaftssystem leben auf der ganzen Welt, was auf Wachstum ausgerichtet ist. Das heißt, wenn jetzt nichts Dramatisches anderes passiert, lassen wir solche Sachen mal weg. Riesenkriege, irgendwas, Naturkatastrophen, dann geht everything goes north an der Stelle. Also Aktien gehen tendenziell nach oben, nach Norden, so wie auch die Indizes. Das war zumindest für den letzten 100 Jahren allemal so. Das zeigt jeder Blick auf langfristige Charts. Sicherlich wird der eine oder andere sagen, ja gut, aber guck dir mal die Deutsche Bank an. Gewonnen. Die Deutsche Bank seit, keine Ahnung, wahrscheinlich 2008, schätze ich mal, ohne sie jetzt wirklich auf dem Radar zu haben, ist wahrscheinlich im Wesentlichen immer nur nach Süden gelaufen und seit jüngster Zeit vielleicht nochmal verstärkt. Ja, das halten wir mal im Hinterkopf, ob wir uns nicht genau davor nachher auch noch schützen können, dass wir automatisch solche Aktien dann nicht traden. Kriegen wir hin. Und dann bleibt wirklich dieser Long Bias, dieser Wahrscheinlichkeitsvorteil über und der hilft uns. Anders als bei jedem anderen Trade. Wir haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, indem wir eine Aktie long traden als irgendetwas anderes. Und deswegen ist es natürlich grundsätzlich gut. Naja, und gut, der Nebeneffekt hier ist natürlich bei JFD können wir echte Aktien auch direkt aus dem MT4 traden. Entschuldige, das war jetzt falsch, aus dem MT5. Nur da geht's. Und der Roundturn kostet gerade mal $2. Im Moment kann man also grob 500 Aktien traden. Das sind, glaube ich, ausschließlich amerikanische. Deswegen gehe ich auch nachher auf ein Portfolio, was den Dow Jones sozusagen nachbildet oder tradet alle Aktien, die im Dow Jones vertreten sind, einfach weil ich mich hier dann an dem amerikanischen Markt orientieren möchte. Und der Trade selbst geht so einfach wie bisher jeder andere Trade, nur dass ich de facto eine echte Aktie dann trade. Also von daher, gewohnte Plattform, alles beim Alten, super für uns, also macht die Sache dann nochmal einfacher. Der eine oder andere wird sicherlich schon Aktien von euch getradet haben, garantiert. Und dabei gehen einem ziemlich wahrscheinlich den meisten Leuten ähnliche Gedanken durch den Kopf oder es gibt Ansätze, die hinter der jeweiligen Auswahl einer bestimmten Aktie standen. Und ich spreche da auch durchaus hier aus meiner eigenen Historie. Trade, was du gut kennst. So bin ich tatsächlich selber mal ziemlich verstärkt dazu gekommen. Ich habe in einer Firma gearbeitet, die als einzigen und ausschließlichen Kunden die Firma wiederum ASML hatte. ASML ist ein holländischer Halbleiterausrüster, ziemlich erfolgreich. Die stellen die Wafer-Stepper her, mit denen die Computerchips unter anderem hergestellt werden. Ja, diese Firma kannte ich halt super gut, weil ich habe ja wahnsinnig viel mit denen zusammengearbeitet. Was habe ich gemacht? Ich habe Aktien von dieser Firma gekauft, weil ich irgendwie dachte, das kenne ich. Ich weiß, was hier passiert. War auch ein ziemlich guter Deal, also was die Aktien angeht. Das kann ich allemal sagen. Und das ist sicherlich eine vertraute Motivation, genau die Aktie zu traden, die man halt besonders gut kennt. Oder man kauft vielleicht Aktien, weil man irgendwie die Firma mag. Vielleicht, weil man Porsche toll findet, kauft man Porsche Aktien. Keine Ahnung, also wäre auch eine Variante. Oder man kauft halt nur die Werte, die man für stark hält. Kann man natürlich darüber nachdenken, wie wir Stärke an der Stelle definieren. Aber zwei ganz einfache Ansätze. Wir gucken einfach mal nach den letzten 12 Monaten, wer ist am meisten gestiegen, den nennen wir besonders stark. Gute Filterung, also überhaupt nichts gegen einzuwenden. Damit würde die Deutsche Bank aus jedem Filter sicherlich rausfallen. Und so könnte ich mir stark definieren. Oder ich mache es über eine EMA. Oder ich kaufe nur Aktien mit hohen Dividenden, weil dann habe ich das Geschäft auf jeden Fall schon mal auf meiner Seite.
Ich kann natürlich auch tiefer gehen in die Analyse und mich tatsächlich mit diesen Firmen beschäftigen, mit den Geschäftsmodellen von diesen Firmen und selber auch über die Potenziale nachdenken. Hey, ist das eine Firma, die was zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz gerade auf den Weg bringt und, und. All solche Sachen spielen rein und können Trigger sein für Aktienkäufe. Oder ich beschäftige mich in der Tat komplett mit der sogenannten Fundamentalanalyse. Das heißt, ich gucke mir wirklich die Bilanzen an, ich gucke mir die P&Ls, also die Gewinn- und Verlustrechnungen der Firmen an. Ihr wisst, es gibt haufenweise Kennziffern, die auch einiges vereinfachen. Alles Möglichkeiten. Ich will die überhaupt nicht werten und schon gar nicht schlecht reden. Ich will nur einfach sagen, wir machen es einfacher. In der gewohnten Manier, wir legen unsere Logik zurecht und die untersuchen wir auf ihren Gewinn. Punkt. Das ist halt bei den meisten Sachen, die hier auf meinem Zettel hier gerade stehen, auf den Folien stehen, nicht so einfach möglich. Weil, naja, trade nur, was du gut kennst, ist jetzt schwer, das historisch in einem Backtest zu verpacken. Und beschäftige dich mit den Geschäftsmodellen und den Potenzialen, kann ich auch schwer in einen Backtest verpacken. Fundamentalanalyse, naja, prinzipiell vielleicht noch. Jetzt wird es aber wirklich aufwendig. Also, die meisten Sachen, die hier auf der Folie stehen, lassen sich halt schwer als Backtest überprüfen, was wie am besten erfolgreich gewesen wäre. Und da ich nun mal ein Freund bin, nur das zu traden, wo ich weiß, dass es sich in der Vergangenheit bewährt hat, versagen natürlich diese ganzen Ansätze. Also machen wir es einfacher. Gehen wir einen anderen Ansatz an. Bevor wir in die Strategie gehen, einmal ganz kurz nur gesagt, damit das hier nicht untergeht, die Rechenmodelle für den Kauf von Aktien, weil es so schön einfach ist, habe ich es mal komplett hier aufgeschrieben. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich in den nächsten 2 Minuten den einen oder anderen langweile. Sorry, aber es muss einfach sein, sonst habe ich das wiederum das Gefühl, hier ein paar Basics überhaupt nicht gesagt zu haben. Also kurzes Rechenbeispiel. Ich will 1000 Dollar, ich mache es deswegen gleich in Dollar, spare mir die Umrechnerei in Euro. Ich will 1000 Dollar investieren und ich will Apple-Aktien kaufen. Als ich die Folie geschrieben habe, stand der Kurs noch bei 192,30. Naja, wenn ich jetzt überlegen will, wie viele Aktien kann ich kaufen? Gut, ganz einfach. Meine 1000 Dollar dividiert durch den Preis, kommt eine 5,2 raus. Da man nur ganze Aktien kaufen kann und ich immer abrunde, kaufe ich 5. So einfach ist es. Ja, jetzt will ich aber eigentlich, ich bin ja nun mal Trader, ich will ja auch einen Stop-Loss anschließend setzen, was ja wie immer vernünftig ist. Und ich sage es einfach mal, ich will den Stop-Loss bei 160 Dollar setzen. Und jetzt bin ich allerdings bereit, 500 Dollar will ich wirklich riskieren. Das ist jetzt nicht die Menge an Geld, die ich in die Apple-Aktie investieren will, dann wäre ich wieder bei der Rechnung in der ersten Zeile. Nee, ich setze ja einen Stop-Loss bei 160 Dollar. Wenn ich so einen Stop-Loss setze, dann kann ich jetzt aber doch mehr Aktien kaufen. Okay, wie viele? Ganz einfach. Ich nehme die 500 Dollar und dividiere genau hier durch die Differenz, Einstandspreis und da, wo ich den Stop-Loss hinsetzen will. Dann kommt raus, ich kann 15 Aktien kaufen. Aber investieren muss ich trotzdem fast 3000 Dollar. Also von meinem Konto gehen schon 3000 Dollar runter, wenn ich dann die 15 Aktien kaufe. Das ist so. Aber ich setze jetzt einen Stop-Loss. Und damit habe ich meinen potenziellen Verlust limitiert auf 500 Dollar. Aber natürlich, ihr wisst, es können Gaps auftreten. Und damit habe ich ein kleines extra Zusatzrisiko, das aber vertretbar ist. Es würde nicht, also es ist in aller Regel natürlich nicht wahrscheinlich, dass der Preis zum Beispiel dieser Apple-Aktie am Abend schließt bei 161 Dollar und am nächsten Morgen bei 30 Dollar wieder erwacht. Das ist einfach beliebig unwahrscheinlich. Okay, ich kriege einen Rechtschreibfehler-Meldung. Okay, nehme ich gerne auf und da korrigieren wir es auch gleich. Jetzt müssen wir den Satz aber nochmal lesen. Wenn ich aber einen Stop-Loss setzen möchte und bereit bin, dann müssen wir das auch noch umdrehen. Mann, mehrere Fehler auf einmal. Danke für den Hinweis. Also, ihr seht, die Rechnung ist ganz einfach. Man überlegt sich, wie viel man
bereit ist zu verlieren. Und dann kann man hier auch durchaus eine höhere Anzahl kaufen, vorausgesetzt natürlich, man hat das Kapital dazu. Man bindet bei diesem Modell natürlich das Kapital. Gut, das nur mal noch zur Vertiefung, wie wir Stückzahlen auch hier berechnen. Im Excel-Sheet passiert das nachher quasi fast von selbst, weil da werden genau diese Formeln mit angewendet. Jetzt aber zum eigentlichen Trading-Ansatz, nämlich der sogenannten Pullback-Strategie. Mir ist kein besserer Name übrigens eingefallen, deswegen habe ich es mal einfach so gelassen, weil wir einen Rücksetzer traden. Ich will ein Beispiel-Trade hier in diesem Chart einfach mal durchgehen. Apple-Aktie, Tageschart, und ich konzentriere mich jetzt hier einfach auf einen ganz bestimmten Punkt. Genau genommen werden wir nachher das, was ich hier symbolisch oder hier in dieser Folie tue, machen wir de facto nachher sogar jeden Tag. Es ist immer nur eine Order setzen, also der Aufwand ist wirklich sehr, sehr überschaubar. Aber gehen wir einfach mal hier an diesen Tag, auf den 27.03.2018. Also da, wo sozusagen das blaue Fadenkreuz her ist. Die vertikal gestrichelte Linie und die horizontale blaue Linie. Der Open an dem Tag war bei 193,92. Gut, kennen wir. Wir stehen einfach hier 15:30 Uhr am Rechner und sehen, wo der Open ist. Jetzt platzieren wir eine Order. Wir platzieren genau eine Order, und zwar eine Buy-Limit-Order. Buy-Limit-Order heißt, kaufe, wenn billig genug. Das ist mal mein Wortspiel zu einer Buy-Limit-Order. Also wir wollen kaufen, wenn der Preis jetzt während des Tages sinkt. Und zwar habe ich jetzt hier erstmal ein Beispiel gemacht mit 2%. Das heißt, wir legen eine Buy-Limit-Order hier auf die grüne Linie. Das ist bei 170,44. Also einfach 2% unter dem Open legen wir die Buy-Limit-Order. Das Ganze geht alles ziemlich entspannt, weil dass der Kurs direkt nach dem Open bereits wenige Minuten später 2% tiefer ist, ist nicht gerade besonders wahrscheinlich. Diese Order würde auch im Markt bleiben, bis der Tag vorbei ist. Und dann löschen wir sie. Ihr wisst alle, kann man sehr einfach machen. Man kann so ein Expire, ein Verfallsdatum auf jede Order legen. Wenn die dann nicht getriggert wurde, bis dahin verschwindet sie vollautomatisch, ohne mein Zutun und ohne dass mein MT5 oder MT4 an ist. In meinem Beispiel wird sie natürlich hier getriggert. Ist ja nun mal das Musterbeispiel für diese Strategie. Logisch, dann sucht man sich mal ein tolles Beispiel, was besonders gut funktioniert. Aber wir gucken uns nachher 18 Jahre Historie an und nicht nur einen einzelnen Trade wie hier in dem Beispiel. Also diese Buy-Limit-Order wird getriggert, also wird erreicht und damit gefüllt. Und wir sind im Markt. Wir haben jetzt zum Beispiel 5 Aktien gekauft. Nur mal als Beispiel. Fünf Aktien, weil ich gerade gefragt werde, gleiche Rechnung wie gerade. Hier kommt noch zwar eine 5, glaube ich, 8 oder so raus, und deswegen und wir legen uns einfach für die Strategie eine sogenannte Investsumme pro Trade fest. Ich habe die jetzt hier mal einfach bei 1000 Dollar hingesetzt. Und weil es die Apple-Aktie ist und weil 1000 Dollar durch 100, knappe 174, 170, kommt 5,8 raus. Also deswegen 5 Stück. So, das heißt, wir sind jetzt investiert. Wir haben 5 Apple-Aktien gekauft. Aber natürlich legen wir jetzt als nächstes noch einen Stop-Loss. Neben der einen Zahl, wie viel wir bereit sind zu investieren, das legte gerade die Stückzahl fest, gibt es noch eine zweite Zahl jetzt, nämlich wie viel Risiko will ich mit diesem einen Trade eingehen? Und aus dem Risiko berechne ich jetzt gleich, das ist umgekehrt zu meiner vorherigen Folie, berechne ich dann den Stop-Loss. Ich bin bereit, 50 Dollar zu riskieren, und damit weiß ich, wo ich den Stop-Loss hinsetzen kann, nämlich bei 160,44. Schnellrechnung. Zwischen meinem Einstieg bei 170 und meinem Stop-Loss 160 liegen 10 Dollar. Und das mal 5 macht genau die 50 Dollar Risiko. Die rote Linie repräsentiert hier den Stop-Loss. Gut. Wird schon gerade gefragt, ob bei dieser Strategie hier auch Nachrichten eine Rolle spielen. Nein, überhaupt nicht. In ihrer Sturheit. Egal, sozusagen wann.
Egal, ob am gleichen Tag noch Hauptversammlung ist, ob Bilanzpressekonferenz ist oder in diesem Fall bei Apple sicherlich immer interessant, die sogenannten Keynotes, also wenn neue Produkte besprochen werden, wie auch immer. Da wir jeden Tag das gleich durchgehen, also das Excel-Sheet macht das für uns, ist hier jeder Tag sozusagen gleich gewichtet und ich blende keinen einzigen Tag aus. Ist halt auch schwierig, jetzt für mich im Nachhinein, ich will nachher 18 Jahre Backtest machen, also für 18 Jahre gucken, wie ist denn die Strategie gelaufen, da jetzt rückwirkend noch die Tage zu identifizieren, wo besondere Nachrichten anstanden, ist schon technisch gesehen nicht ganz einfach, weil ich das einfach dann rausfinden müsste. Für die Zukunft wäre es sicherlich einfacher, aber hier sind wir also stur. Gut, wie ich hier auf die 2% komme. Erstmal Fantasiezahl. Die Zahl kriegen wir natürlich nachher raus durch eine Optimierung dieser Strategie. Und ob das dann 2% oder vielleicht nachher 2,3% werden, werden wir sehen. Und wir werden auch uns gleich nochmal angucken, wie viel das eigentlich ausmacht, wenn wir an dieser Zahl drehen. Wir gehen halt gleich in den Backtest mit Kursdaten von 18 Jahren. Also ich habe einfach ab 2000 die Daten genommen. Eine Sekunde mal wieder. Musste kurz wieder die Stimme hier. Also, soweit. Und ach so, ja, das Thema beschäftigt hier viele. Und wird noch gefragt, ob der Stop-Loss, ob der jetzt hier markttechnisch sinnvoll ist oder nicht, spielt für mich überhaupt gar keine Rolle. Also über den, der jetzt hier gerade rauskommt, ließe sich markttechnisch natürlich trefflich streiten, ob der irgendeine Relevanz hat. Die Antwort ist natürlich keine. Also ist mir völlig wurscht. Liegt allerdings auch mit daran, dass ich davon eh nicht ganz so viel halte, weil ich einfach nicht weiß, warum da was passieren soll. Also natürlich könnte ich jetzt sagen, hier ist das letzte Low, das wirkliche Low war jetzt hier unten irgendwo, dürfte so bei 100, keine Ahnung, 55 sein. Aber ob das in Zukunft noch irgendeine Relevanz hat, dass der Preis da irgendwas Besonderes dann tut, keine Ahnung. Also wir machen es rein auf Basis Geld. Und unser Geld heißt Risiko. Also von daher einfaches Vorgehen. Da ich natürlich den Trade, natürlich habe ich den so eingezeichnet, dass anschließend mein Stop-Loss nicht gerissen wurde und ich irgendwann später mein Target erreicht habe. Logisch, macht man immer, wenn man so eine Strategie vorstellt. Aber wir kommen ja noch zu den 18 Jahren Backtest. Das ist aber die ganze Strategie. Zum Open gucken, wo ist der Open? Buy Limit Order setzen für den Tag. Ende. Mehr mache ich nicht. Das ist alles, was ich für diese Strategie tun muss. De facto, so geht gleich auch der Backtest, machen wir jetzt am nächsten Tag dasselbe. Gehen wir mal kurz hier auf den nächsten Tag. Am nächsten Tag sind wir hier unten. Der Open wäre hier oben, da wo mein Mauscursor jetzt gerade steht. Wir würden wieder zu einer Buy Limit Order setzen. Da jetzt hier noch nicht ganz so viel passiert ist und ich nicht ganz genau nachrechnen will, würden wir halt wieder hier drunter, irgendwo hier, da wo jetzt der Cursor ist, wäre dann wieder die Buy Limit Order. Die würde oder wäre an diesem Tag nicht getriggert worden. Das Ganze gilt ja auch so ziemlich für jeden dieser folgenden Tage. Hier wäre nie die Buy Limit Order getriggert. Vergessen wir mal kurz, dass wir eigentlich Prozentrechnung machen, brauchen wir nur über den Abstand zwischen der blauen und der grünen Linie gucken und fragen, ob nach dem Open das Low irgendwann tiefer war als genau dieser Abstand zwischen der blauen und der grünen Linie. Also wie gesagt, ist nicht hundertprozentig genau, weil ich jetzt mal die Prozentrechnung falsch mache, aber so ganz grob kommt es hin. Anders wäre es gewesen bei dieser roten Kerze. Diese rote Kerze hier, da habe ich ja sozusagen, naja, per Zufall den Open mit meiner grünen Linie ohnehin schon markiert. Da wäre hier ungefähr das Buy Limit gewesen und es wäre zum nächsten Trade gekommen. Also hier wären wir in den nächsten Trade eingestoppt worden. Also wäre das Buy Limit wäre aktiviert worden. Wie wir damit jetzt genau umgehen, weil so traden wir den nämlich auch gleich im Excel-Sheet, genau mit diesem auch zweiten Buy. Also müssen wir danach an den Stop-Loss gehen und an den Take-Profit gehen, weil wir haben ja jetzt plötzlich mehr Aktien. Aber wie immer bei mir, wenn ich irgendwann mal gesagt habe, ich will ein bestimmtes Risiko eingehen, dann ist das fix. Daran wird nicht gerüttelt.
De facto führt das dazu, dass wir den Stop-Loss enger an uns ranziehen, da wo wir dann sind. Aber der Take-Profit kommt uns auch näher. Geht auch in die Frage, die gerade nochmal gestellt wird, wird dann mehrmals gehandelt oder nur bis die letzte Order geschlossen ist? Also, grundsätzlich gesehen reden wir natürlich hier über verschiedenste Varianten dieser Strategie. Ich will nur schon mal vorbereiten, das, was wir nachher gleich im Excel-Sheet durchrechnen. Natürlich wäre die eine Strategie einfach zu sagen, okay, der erste Trade ist getriggert, ab jetzt mache ich mit der Apple-Aktie gar nichts mehr. Ich warte, bis dieser eine Trade entweder in den Stop-Loss gelaufen ist oder in den Take-Profit. Das würde eigentlich den weiteren Linien hier entsprechen. Die andere Variante ist halt sozusagen ein bisschen Trading aktiver. Die handelt auch danach noch weiter. Sie geht auch neue Trades auf dem gleichen Underlying, also hier in meinem Fall der Apple-Aktie, ein, lässt aber das Gesamtrisiko gleich. Also auch trotz Nachkauf, ich erhöhe zwar das Volumen meines investierten Kapitals, aber mein Risiko erhöhe ich nicht. Es bleibt bei $50. So soll es dann auch sein, in diesem Beispiel. Okay, sollte soweit hoffentlich klar sein. Gehen wir nochmal weiter, wie das dann genauer aussieht. Ich will es bewusst noch ein zweites Mal besprechen, weil das im Excel-Sheet gleich geht das unter, weil das an der Stelle nicht mehr so schnell alles sichtbar ist. Wir machen tatsächlich genau diese Alternative. Das heißt, auch bei einem laufenden Trade, wie gerade geschehen, gehen wir weiter genauso iterativ vor. Das heißt, auch an jedem folgenden Tag gehen wir mit weiterem Buy Limit Order in den Markt. Jeden folgenden Tag. Da unser Risiko aber fest ist, müssen wir dann Stop-Loss und Take-Profit für die gesamte Position anpassen. Gut. Jetzt kommt der Übertrag aufs Excel-Sheet. Beim Übertrag aufs Excel-Sheet gibt es gleich ein Problem. Das will ich auch genauso nennen. Wer so ähnliche Sachen schon mal gemacht hat, kennt das Problem. Wir haben wie immer bei unseren Tageskerzen nachher nie die Möglichkeit zu wissen, war jetzt nachher eigentlich erst das Hoch oder dann das Low? Wurde jetzt eigentlich die nächste Order getriggert und danach wurde vielleicht in der gleichen Kerze auch der Take-Profit erreicht? Oder kam danach dann doch erst das Low und hat mich womöglich aus dem Stop-Loss rausgehauen? Kann man nicht aus Tagesdaten rausnehmen, könnte man nur rauskriegen, indem man auf kleinere Zeitebenen geht. Oder wir machen etwas, was beim Aktientraden allemal faktisch möglich ist. Wir machen es so, dass diese Buy-Limit-Order, wenn wir die in den Markt setzen, dann kriegt dieser Teil, auch wenn es zum Beispiel der zweite oder dritte Trade auf die Apple-Aktie ist, erstmal noch keinen Stop-Loss und auch keinen TP. Es ist risikomäßig zu vertreten. Wir werden innerhalb dieses einen Tages gucken, ob unsere alten Trades, die wir schon aus der Vergangenheit offen hatten, ob die vielleicht den Stop-Loss oder Take-Profit erreichen. Wenn ja, dann rechnen wir den Trade auch ab. Aber für den Teil, der vielleicht jetzt innerhalb des einen Tages getriggert wurde, der geht erstmal ohne Stop-Loss und ohne Take-Profit. Der kann dann erst was am nächsten Tag passieren. Ist aber okay. Kann man mit leben. Stört nicht weiter. Kommt nochmal eine genaue Nachfrage nachher zu den Transaktionskosten, zu diesem Roundturn. Das Risiko ist gerade in meinem Beispiel de facto natürlich nicht 50 US-Dollar gewesen, sondern korrekt hier wiedergegeben, natürlich in Wahrheit 52 US-Dollar, weil jeder Roundturn, also der Ankauf und nachher folgende Verkauf der Aktie, kostet mich in Summe $2. Das heißt, die $2 werden irgendwann noch dazukommen. Und völlig richtig erkannt, damit war das Risiko de facto bei 52 US-Dollar. Man könnte das jetzt vorher schon in den gesetzten Stop-Loss mit einrechnen, aber ich bleibe mal schon mal in der Sprache, wie es auch gleich im Excel-Sheet ist. Ich rechne mal erst die Transaktionskosten, also Kommission erst im Nachhinein gleich drauf. Gut. Da gibt es noch eine Frage zum Take-Profit. Gucken wir mal hier nochmal auf das Beispiel bei dem hier illustrierten Trade. Ich hatte ursprünglich gesagt, also zum einen $50 bin ich bereit zu riskieren, deswegen
kam dann der Stop-Loss genau 10 US-Dollar unter meinen Einstandskurs bei grob 170. Dann bei, deswegen bei 160 Dollar kam der Stop-Loss. Differenz ist 10 mal meine 5 Stück macht die 50 Dollar Risiko. Take-Profit habe ich hier als Target einfach 100 US-Dollar festgelegt und das ergibt einen Take-Profit bei einem Wert von 190 US-Dollar. So einfach kann ich hier den Take-Profit berechnen. Und würde dann im Falle, wenn der Kurs bis zu den 190 hochläuft, natürlich genau die 20 Dollar pro Aktie verdienen und habe dann automatisch meinen Gesamtgewinn von 100 Dollar. Oder, um auch wieder gleich mal über die Transaktionskosten zu reden, de facto wäre natürlich mein Gewinn nicht 100 Dollar, sondern nur 98. Aber das Excel-Sheet berücksichtigt auch genau das, dass wir anschließend immer noch die Transaktionskosten zahlen. Jetzt habe ich schon so viel über das Excel-Sheet geredet, also sollte ich es auch mal langsam zeigen. Gut, gucken wir uns das mal an. Variante 1. Kommt es auch? Ja, da kommt. Ich will ein paar Sachen davon besprechen, aber ansonsten anschließend schon auf ein paar Zahlen eingehen. Die wir hier auch dann verändern können. Grundsätzlich ist das Excel-Sheet geeignet, einfach beliebige Kursdaten vorne reinschmeißen. Anschließend kommt immer die Equity-Kurve raus. Kursdaten ist wie immer hier vorne, in meinem Fall von 2000 bis vor ein paar Tagen. Und wenn mal kurz das interessiert, ich habe das jetzt noch nicht logarithmisch hier gemacht, das ist die Apple-Aktie. Also so war der Preisverlauf der letzten 18 Jahre. Gut. Wird ja auch nochmal eben dann dargestellt. Dann hat unsere Strategie, ich habe gesagt, sie hat einen Buy-Level. Also es ist die Entfernung, wie weit wollen wir diese Buy-Limit-Order vom aktuellen Open setzen. Dann hat sie, das nehme ich aber in eine andere Farbe, weil das werde ich jetzt gleich auch nicht variieren. Wer mag, kann das variieren, muss man aber nicht. Dann die Buy Size. Ich sage immer, ich will immer 1000 Euro investieren. Daraus berechne ich dann die initiale Stückzahl, die ich dann kaufen werde. Deswegen, das ist meine sozusagen Buy Value, also so viel, wie ich bereit bin zu investieren. Dann, die Strategie lebt davon, dass wir variieren den Stop-Loss. Also, wie viel Euro oder in dem Fall, weil wir hier US-Dollar-Aktien traden, US-Dollar sind wir bereit für einen Trade beziehungsweise eine Trade-Sequenz? Das mit Trade-Sequenz meine ich immer dieses Aneinanderreihen von mehreren Tagen. Sind wir bereit zu riskieren? Und in meinem Fall jetzt hier steht jetzt erstmal eine Zahl von 200 Dollar. Das ist schon eine andere als gerade. Gerade war alles nur, damit es da in meinem Beispiel schön passte. Und natürlich habe ich als dritten Parameter, den ich variieren kann, den Take-Profit. Wie viel soll mir eine Trade-Sequenz denn erwirtschaften? Und jetzt wieder hier am Beispiel einfach mal 1000 US-Dollar. Den Rest macht jetzt das Excel-Sheet selbst. Ein paar Sachen sind einfach. Zu jedem auf Basis des Open wird dieser Buy-Level berechnet, was nichts anderes ist als die grüne Linie gerade in meinem Chart. Wo ich halt meine Buy-Limit-Order hinsetze. Dann gucke ich, ob die auch erreicht wird. Wenn ja, wie viele Stücke kann ich und sollte ich dann kaufen? Und da wir ja nachher so Rebuys machen, also sukzessive Buys, merken wir uns nachher sowas wie den Durchschnittseinstandspreis, unsere Lot-Size oder die Anzahl der Aktien, die wir haben. Und zu jedem Trade berechnen wir immer auch den Stop-Loss und den Take-Profit. Und ihr seht schon hier ran in der ersten Zeile, passiert genau das, was ich gerade schon angedeutet habe. Hier, genau schon in dieser Zeile, wird hier ein Trade getriggert, aber während dieses Tages, nach dem Eingang dieses Trades, hat er erstmal noch keinen Stop-Loss und Take-Profit. Am nächsten Tag wird er sozusagen gesetzt. Hier auf 2,70, Take-Profit auf 6,70 und so weiter und so fort. Den Rest geht ja dann ganz von alleine. Und natürlich ist hier auch die Kommission mit drin, also diese 2 Dollar Roundturn, die wir uns immer nachher abziehen, sobald wir einen Trade beenden. Dann gehen die sozusagen drauf. So soll es ja auch sein. Und jetzt können wir anfangen,
mal zu gucken, wie denn die Strategie so funktioniert. Wie sie denn funktioniert, seht ihr immer an den diesen zwei Bildern, wobei das wichtigste Bild ist das linke hier. Das ist dann unsere Equity-Kurve. Das ist unser Kontostand. Wenn wir diese Strategie genau so traden, wenn man mal kurz mit meinen jetzigen Parametern guckt, was passiert, okay, in den ersten paar Jahren nicht so doll und dann steht hier nach oben. Wir haben natürlich auch Verlusttrades hier mit dabei, gar keine Frage. Aber wir kriegen eine auch wirklich schöne Equity-Kurve schon bereits hier hin, ohne dass wir jetzt irgendwie die Parameter optimiert haben, sondern ich habe einfach fast willkürliche Startwerte genommen. Weil da viele von euch werden nachher, das weiß ich, dieses Excel-Sheet haben wollen, sage ich es hier nochmal zur Erläuterung, was macht das dritte Bild hier noch? Das dritte Bild zeigt mir an, in Blau die investierte Geldsumme, also wie viel Geld habe ich jetzt hier gerade immer aktuell investiert. Und ihr seht, das geht hier mal hoch bis auf 12.000 US-Dollar, die ich hier investiert habe. Das heißt, da hatte ich dann so, ich nenne das Trade-Sequenzen von 12 Mal hintereinander bin ich nochmal neu eingestiegen, weil ja meine Buy Size hier bei 1.000 Dollar liegt. Und hier unten meine Floating, also meine, sozusagen mein aktueller, so wie der Trade gerade steht, wie viel der Gewinn oder Verlust ist auf Schlusskursbasis. Gut. Und wenn wir das einfach mal so haben, dann können wir natürlich jetzt anfangen mal, dass man mal sieht, was denn passiert mit so einer Strategie, wie viele Trades die macht, wie die Equity-Kurve aussieht und was passiert, wenn ich jetzt den Stop-Loss woanders hinsetze. Und das ist etwas, was ihr dann auch jeder für euch machen könnt, genau mit so einem Excel-Sheet. Ihr könnt hier die Strategie variieren. Jetzt habe ich einfach mal den Stop-Loss ein bisschen größer gemacht auf 300 Dollar, 400 Dollar und wir können jedes Mal angucken, wie sich hier die Equity-Kurve verändert. Und ihr seht, vorne wird ein bisschen besser. Also es wird sukzessive besser, wenn ich den Stop-Loss hier ein bisschen größer mache. Und ihr seht, aha, jetzt mit 500 Dollar Stop-Loss kriege ich schon langsam eine sehr, sehr anschauliche Equity-Kurve hin. Das ist tatsächlich, ich gucke in Wahrheit nämlich gar nicht nur hier visuell auf das Ganze, wie das hier gelaufen ist, also wie die Equity-Kurve hier ist, sondern ich habe mir hier eine einfache Kennziffer gebildet. Und das ist die Steigung dieser Equity-Kurve dividiert durch den mittlere investierte Summe. Also ihr seht ja hier, wie viel Geld mal jeweils gerade tagesaktuell investiert ist und den Mittelwert nenne ich die mittlere investierte Geldsumme und schon sind wir fertig. Und jetzt sagt bestimmt der ein oder andere, diese Equity-Kurve kann ich mir gerne auch für mein Konto vorstellen. Das ist nicht ganz verkehrt. Sehe ich genauso. Und ihr seht, wie einfach es jetzt ist. Gucken wir mal kurz die Zahlen. Also 2% als Buy-Limit. Na, das hatten wir vorhin auch schon mal. Aber der Stop-Loss, der muss größer sein. 500 Dollar Stop-Loss initial und forever. Soll heißen, auch wenn wir nachher solche Rebuys machen, das Gesamtrisiko bleibt 500 Dollar. Und so wird der Stop-Loss berechnet. Und das Take-Profit, den Take-Profit legen wir einfach bei 1000. Und immer wenn wir dann die Trade-Sequenz beenden, verdienen wir unsere 1000 Euro. Guckt da hier nachher ganz genau in die Summen, die hier entstehen, werden natürlich noch die Transaktionskosten berücksichtigt. Deswegen hier mein erster Trade endet hier minus mit 500 Dollar, aber er endet natürlich de facto bei minus 502, weil ich ja noch die Commission habe. Und so geht es halt hier los. Und that's it. So einfach ist die Strategie. Und ihr werdet sehen, wenn ihr hier mit den Parametern anfangt rumzuspielen, kriegt man natürlich auch noch bessere Strategien hin. Können wir zum Beispiel versuchen, hier vielleicht ein bisschen höher zu gehen, Buy Limit, also vielleicht doch nicht ganz so häufig zu traden. Und naja, Strategie wird, ich würde sagen, ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Machen wir noch mal ein bisschen höher. Das war vielleicht noch ein bisschen seltener traden. Okay, wir werden besser. Dass wir besser werden, merke ich daran, weil diese Steigung durch mittlere investierte Summe wird größer. Und ich gehe mal gleich auf eine Zahl, wo ich weiß, dass es wirklich schön ist. Stop-Loss noch ein bisschen höher. Und jetzt wird das Ganze nochmal ein bisschen netter. Also, ihr merkt,
Es ist ziemlich einfach. Das ist auch gut so. Und warum kann ich hier sogar viele, viele verschiedene Parameter nehmen und bin trotzdem eigentlich immer, na, mal mehr und mal weniger erfolgreich? Der tiefere Grund ist natürlich einfach der, wir haben diesen Long Bias. Also dieses, eigentlich müssen ja Aktien nach Norden laufen. Das hilft uns natürlich. Dass wir kaufen einfach den Rücksetzer, dadurch kommen wir billiger in den Markt, als wenn man einfach sagt, okay, heute gehe ich jetzt mal long. Weil wir kaufen nur, wenn es nochmal an dem Tag erstmal nach unten gegangen ist. Und dass die Aktien grundsätzlich eher nach Norden laufen, es ist nun mal so. Und das nutzen wir hier einfach gnadenlos aus. Oh, da kommt gerade ein Hinweis, den ich ernst nehmen muss, weil den habe ich nicht berücksichtigt. Das ist, danke für den Hinweis. Und zwar, durch die Nachkäufe entstehen weitere Kommissionen. Und die werden jetzt hier noch nicht korrekt dann weiter wiederverwendet. Okay, das hätte ich noch mit einbauen müssen. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Aber das Gute ist, wir haben Luft. Wir merken uns mal die Equity-Kurve, wie sie gerade ist. Und ich erhöhe jetzt mal die Commission auf 10. So, jetzt haben wir die Commission auf 10 erhöht und wir haben zwar ein paar Euros, ein paar Dollar Gewinn verloren, aber sind immer noch gnadenlos profitabel. Das heißt, bringt unsere Strategie hier nicht um. Müsste der Stop-Loss nicht prozentual oder ATR abhängig sein? Michael, hier musst du umdenken. Ich habe das ganz bewusst mehr so in der Aktienstrategie gebracht. Ich lege die über die den Wert, den ich bereit bin, also zu investieren, bei einem Kauf, lege ich die Stückzahl fest. Und wenn ich die Stückzahl dann habe und ich einen Stop-Loss in Dollar festlege, dann kommt einfach der Wert, wo der Stop-Loss hinkommt, raus. Deswegen ist es hier nicht prozentual. Ich muss ja auch den Stop-Loss mit meinen Rebuys auch immer enger ziehen, weil ja mein Gesamtvolumen steigt. Deswegen ist es also nicht prozentual, sondern richtet sich an einem festen Dollarbetrag. Grundsätzlich der Hinweis, kann man da was ATR-mäßiges machen, den nehme ich absolut gerne mit, weil natürlich könnten wir sagen, in besonders volatilen Phasen sollten wir vielleicht unseren Stop-Loss, unseren Dollarbetrag, den wir bereit sind zu riskieren, vielleicht vergrößern oder wir verkleinern einfach die investierte Summe. Wäre natürlich möglich. Also geht der ATR hoch, dann würden wir vielleicht unsere Buy Value einfach kleiner machen. Das heißt, wir würden tendenziell geringere Stückzahlen kaufen. Also alles natürlich möglich. Gut, soweit mal die eine Variante. Es gibt gerade schon noch die Frage, wenn der Long Bias mal wegfällt, also wenn die Aktien doch eher nicht nach Norden laufen, wird es dann hier richtig teuer? Nee, jetzt kommt der zweite Gedanke. Teuer wird es dann, wenn wir natürlich hier immer wieder nachkaufen würden. Das tun wir natürlich hier, bis wir meinen Stop-Loss erreichen und dann sind wir eher aus dem Rennen. Aber wir haben ja noch was im Petto. Lasst uns doch einfach noch einen EMA zusätzlich benutzen. Wir legen einfach in den Chart einen EMA. Ich mache es mal eben hier live. Indikatoren EMA. Nehmen wir mal die Periode, die jetzt hier gerade auch steht. Einfach die 20er. Und jetzt sagen wir, okay, wenn der Preis, wenn der Open, nehmen wir mal hier auf dieses Beispiel hier, wenn der Open unterhalb des EMA liest, keine Buy Order. Keine Buy Limit Order. Das heißt, in diesen ganzen Fällen hier würden wir nie irgendeine Order platzieren. Ich gebe wohl jetzt noch recht. Hier bei dieser Kerze davor, ist der Open oberhalb des EMA-Wertes. Natürlich würden wir eine Buy Limit Order platzieren und je nachdem, wo der jetzt der Buy Limit genau gewesen wäre, wäre diese auch getriggert worden.
Und wenn wir jetzt eine Sequenz laufen haben, so ist gleich das Exit-Sheet gemacht, dann tradet er auch trotzdem noch weiter. Bis dann vielleicht hier der Stop-Loss greift und dann hört es einfach auf. Immer wenn der Open unterhalb des EMAs ist und wir nicht investiert sind, dann gibt es keine Buy Limit Orders. Das heißt, wir hören automatisch auf zu traden. Das ist natürlich gut für uns. Wenn nämlich genau der Satz, der gerade kommt, wenn der Long Bias mal wegfallen soll, wird es dann teuer. Naja, sozusagen noch einmal den nächsten Stop-Loss. Den müssen, würden wir dann hier verlieren. Und danach würden wir immer automatisch nicht mehr traden. Ist doch auch okay. Dann gehen wir einfach an die Seitenlinie und traden nicht. Und je nachdem, wie man natürlich jetzt hier die EMA-Periode, kommen wir wieder drauf, wie wir da auch das dann optimieren können. Jetzt habe ich ihn gelöscht. Das wollte ich nicht. Ich wollte einfach mal eine andere EMA-Periode nehmen. So, nehmen wir einfach mal eine 100. So. Dann würde hier gerade bei der Apple-Aktie immer weniger an Zeit rausfallen. Ich gehe mal ein bisschen auf langfristiger. Ihr seht, wir hätten lange Phasen, wo wir die ganze Zeit unser Spiel machen würden. Nur hier mal ein paar Tage lang würden wir mal nicht traden. Aber in Summe, weil da halt so schön nach Norden liegt, wäre das hier ein schöner Kandidat. Die Deutsche Bank-Aktie hätten wir wahrscheinlich schon seit Monaten nicht mehr angerührt, wenn wir genau diese Strategie da fahren würden. Okay. Kommen wir auch noch gleich drauf. Da werde ich schon gefragt wegen Overfitting. Das hier sind faktisch keine drei Parameter, keine vier, sondern nur drei. So wie es jetzt gerade ist. Weil diese eine Zahl lasse ich fest. Das ist die Buy Size. Wer jetzt hier länger drüber nachdenkt, dann hier geht es eigentlich mehr um das Verhältnis zwischen Buy Size und Stop Loss und Take Profit und Buy Size. Das könnte man auch alles relativ zueinander angeben. Aber ich wollte es ein bisschen einfacher lassen, deswegen habe ich hier an den drei Zahlen würde ich drehen. Und jetzt gleich kommt die EMA-Periode dazu, dann haben wir tatsächlich vier Freiheitsgrade. Droht da Curve-Fitting, für den einen oder anderen vielleicht ein vertrauter Begriff, für andere nicht, also eine sogenannte Überoptimierung, hängt davon ab. Wichtig ist, dass wir sehen, dass wir immer auch gucken, was passiert, wenn wir jetzt noch die Parameter ändern. Selbst wenn wir gute gefunden haben, was passiert, wenn wir sie ändern? Dann darf die Strategie nicht zusammenbrechen und dann droht auch kein Curve-Fitting an der Stelle. Also, EMA ist ruckzuck hier mit eingebaut, gibt uns natürlich dann einen weiteren Freiheitsgrad. Also, wir haben jetzt hier gleiches Excel-Sheet, nur dass ich noch ein EMA mit reinberechne, was natürlich dazu führt, dass wir jetzt in der Tat an vier Stellschrauben drehen und andere Zahlen nehmen. Aber es hilft. Und insbesondere, was ich einfach an dieser Variante besonders gut finde, wenn jetzt also so eine Aktie wirklich mal in eine längere Südwärtsphase geht, dann machen wir nicht jeden Tag aufs Neue einen weiteren Versuch und rennen mit dem Trade womöglich in Stop-Loss, nachdem wir auch noch ein paar Rebuys gemacht haben, dann mal irgendwann doch im Stop-Loss, sondern wir hören einfach auf zu traden. Und das ist genau das Beste. Und wenn wir hier, jetzt haben wir hier mal ein paar andere Zahlen, ein paar sind noch von eben dabei, da die Zeit schon relativ weit ist, will ich nur sagen, ja, es geht natürlich jetzt alles dann nochmal schöner. Diese Equity-Kurve ist tatsächlich nochmal besser als unsere vorherigen. Man kann hier auch übrigens noch ganz andere verrückte Sachen erzeugen. Und ich sage dann gleich nochmal ein Wort dazu, wie ihr es einfach habt, hier an solche Zahlen von selbst zu kommen, mehr oder weniger. Ich will euch nur mal einen ganz verrückten Parametersatz aufschreiben, der mal zeigt, was hier auch möglich ist, aber auch seine Schattenseiten hat. So kann eine Equity-Kurve natürlich auch aussehen. Die hat jetzt nahezu keinen Verlust-Trade mehr. Flacht hinten ein bisschen ab, okay. Aber wir sind halt zwischendurch mal mit 50.000 Euro oder Dollar hier auch investiert. Das ist natürlich nicht ganz wenig. Also das sollten wir sicherlich dem einen oder anderen wäre das dann irgendwann zu viel, was ich nur zu gut
nachvollziehen kann. Wie könnt ihr solche Parametersätze für eine bestimmte Aktie finden? Ganz einfach übrigens. Natürlich kann man einfach durch Ausprobieren, und ich empfehle auch vieles auszuprobieren, wenn man dann ein Gefühl für die Strategie entwickelt. Noch einfacher geht es in dem normalen Microsoft Excel. Das, was ich ja hier sonst meistens nie benutze. Und da nutzt man diesen sogenannten Solver, den man hier unter Daten findet, wenn man es einmal aktiviert hat. Und wenn man den Solver nutzt, dann kann man dem sagen, hey, welche Zellen darfst du variieren? Und dann findet der Computer selbst einen guten Parametersatz mit dem entsprechenden maximalen Profit oder wo auch immer man nach optimiert. Ich habe jetzt hier nach der Steigung dividiert durch den mittlere Investitionssumme optimiert. So einfach geht's. Und dann kommen von selbst die Zahlen raus und ihr braucht noch nicht mal rumprobieren. Kleiner Tipp, startet den Solver mehrmals. Das ist nicht deterministisch. Es kommt nicht beim ersten Mal automatisch das gleiche heraus wie beim zweiten Mal, wenn man ihn startet, sondern durchaus öfter mal probieren und dann unbedingt mal in die Nachbarn gehen. Also, wenn dann rauskommt, Buy-Limit bei 2,2%, ja, sorry, dann darf doch nicht die Strategie zusammenbrechen, wenn ich das Buy-Limit jetzt bei 2,1 oder bei 2,3% setze. Und das nenne ich immer die Nachbarschaftsanalyse. Und dann darf die Strategie einfach nicht zusammenbrechen. Und dann habe ich einen wunderbaren Parametersatz und kann das Ganze so traden. Dass das so wirklich Hand und Fuß hat, will ich euch zumindest nur mal zeigen, weil ich da einfach auch schon was gemacht habe, was hoffentlich auch bald nochmal in einer ganz anderen Sache mündet. Ich habe diesen Ansatz mit EMA als Trendfilter, also alles genau wie gerade beschrieben, auch dann mal für alle 30 Dow Jones Aktien gemacht und daraus ein gesamtes Portfolio dann gemacht und auch wiederum die letzten Jahre angeguckt. Und hier sogar noch das, wo ich weiß, das könnt ihr in Excel nicht mal so eben machen, dieses sogenannte Walk-Forward-Methode zur dynamischen Optimierung. Der ein oder andere hat das in einem anderen Webinar schon mal von mir mitgekriegt. Also geht man so hin und nimmt sich einfach die Historie, meinetwegen von 2005 bis 2010, sucht nach einem guten Parametersatz für EMA, Buy-Limit und so weiter und wendet den einfach dann in 2011 an, also in der Zukunft. Und die Trades, wenn man das Ganze halt iterativ durch die gesamte Historie macht, die sind hier abgebildet. Also genau genommen die Equity-Kurve aller 30 Dow Jones-Aktien. Und ja, natürlich haben wir hier auch Phasen, wo wir nicht ganz so doll sind. Wen überrascht? Finanzkrise haben wir hier mal so eine Südwärtsbewegung. Da muss sozusagen der EMA-Filter immer erst zuschlagen, bis er dann irgendwann sagt, oh, jetzt ist Stopp. Da war natürlich manche Sachen auch knapp zugehen, kann das Ganze mal ein bisschen hier dauern. Und insofern geht es hier nicht unmittelbar gleich in die Horizontale, sodass wir einfach keine neuen Trades mehr eröffnen. Das heißt, da haben wir schon noch einen Drawdown. Aber hier gibt es durchaus einen stattlichen Gewinn, eine schöne Equity-Kurve und das durch reines Aktientraden. Und das ist natürlich gut. Wie ist der Vergleich zu Buy and Hold? Buy and Hold nennt man ja eine Strategie, wo man einfach mal irgendwann investiert und dann einfach die Aktie vergisst und einfach wartet, nach 20 Jahren sich wieder anguckt. Also, Apple ist natürlich ein Beispiel, wo Buy and Hold super funktioniert hätte, aber es gibt viele, viele andere, wo Buy and Hold dann bei weitem nicht so gut gewesen wäre. Jetzt komme ich wieder mit meinem Beispiel, zum Beispiel Deutsche Bank. Also wir sind deutlich besser als Buy and Hold. Okay, dann kommt noch eine Frage. Die Zusammensetzung der Indizes ändert sich natürlich. Okay, gewonnen habe ich übrigens nicht berücksichtigt. Ich habe einfach die 30 Aktien an mir angeguckt, die jetzt gerade im Dow Jones sind und habe von denen diese komplette Historie genommen. Also ist da an der Stelle sozusagen nicht hundertprozentig korrekt. Aber die Arbeit wollte ich mir nicht machen. Genau.
Okay, kommt ein Hinweis schon mal, zyklische Aktien könnte das Ganze auch sehr schön funktionieren, wie zum Beispiel Lufthansa. Jetzt überlege ich gerade, ob ich eine vergleichbare Firma hier in meinem Dow Jones Portfolio habe, wie zur Lufthansa. Aber jetzt fällt mir gerade keiner ein, aber das bin noch nicht gerade so täglich, dass ich die alle so parat habe. Ich weiß noch so ein paar andere Kandidaten aus der Hightech-Branche, so Microsoft und Intel und IBM, die sind alle drin vertreten. Aber auch halt ganz andere wie Goldman Sachs sind im Dow Jones mit drin oder McDonald's beispielsweise oder Nike, Triple M sind alles Firmen, die jetzt auch im drin sind. Alaska Airline, naja, die könnte auch vielleicht drin sein. Also, ich habe es aber jetzt nicht, ich habe nicht alle 30 Einzelnamen parat. Aber schöne Methode und dass das hier Ganze auch nochmal Walk-Forward-mäßig auch super funktioniert hat, ist für mich nochmal ein zusätzliches gutes Element, dass es wirklich eine tolle Sache ist. Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch mit unserer ganzen Stunde hier. Wir haben was Neues gemacht. Aktientrading. Und es ist in der Tat lukrativ. Und wir brauchen auch nicht einfach Buy and Hold zu machen, also einfach mal kaufen und Schlaftablette nehmen. Wir können rein und raus. Trade-Frequenz ist nach wie vor total moderat. Und über den zweiten Ansatz, dass wir auch noch den EMA-Filter nehmen, haben wir dann auch nachher Marktphasen, wo wir dann irgendwann nicht traden, was ich überhaupt nicht schlimm finde, erst recht nicht beim Aktientraden. Und diese Pullback-Strategie liefert sehr, sehr gute Ergebnisse. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, die auch nachzubilden. Excel-Sheets stelle ich natürlich wieder gerne zur Verfügung. Einfach eine E-Mail an mich schreiben und ich schicke die dann morgen auch entsprechend raus. Ja, und wer es praktisch umsetzen will, kann auch sofort bei JFT loslegen, weil man die Aktien halt direkt aus dem MT5 heraus traden kann und das dann nicht als CFD, sondern tatsächlich als echte Aktien. Also mal komplett anderes Thema. Aber ich hoffe genauso auch entsprechend interessant. So, jetzt gucke ich noch mal kurz auf die Fragen. Super Idee, passt soweit. Gibt noch mal einen Hinweis, dass natürlich dieser Wechsel in den Aktien, also in den Indizes, irgendwo auch eine Rolle spielt, weil es fallen natürlich die raus, die schlecht sind. Aber das macht nichts. Eine Aktie, die sozusagen schlecht ist, ist immer eine Aktie, die vorher auch dann nach Süden gelaufen ist. Und die hätte ich dann eh nicht mehr getradet. Also da geht sozusagen der Mechanismus raus. Das heißt, die nimmt sich selbst aus dem Portfolio. Was natürlich insofern also dann wieder mit berücksichtigt ist. Also Pullback-Strategie, kaufen einfach mit einem Buy-Limit-Order, liefert gute Ergebnisse. Und ich bin mal gespannt, was ihr rauskriegt für viele andere Aktien und hoffe, euch dann in 14 Tagen wiederzusehen. Ich muss jetzt überlegen, wie da genau nochmal das Thema war, aber ich glaube, da geht es um Uhrzeiten. Wann sollten wir traden? Irgendwie so ähnlich. Und da gibt es wieder spannende, spannende Sachen. Glaubt mir. Also, euch noch einen schönen Abend und bis dann. Tschö.